Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ich bin der Captain, wir sind John Shepard und es ist soweit. Wir müssen zur Erde. Sind wir denn kampfbereit? Der Tegel ist auch dabei. Es muss reichen. Es muss reichen. Männer, es geht los. Wir sind soweit. Es geht nach Hause. Bleibt nur noch die Erde. Bist du bereit? Ja, verdammt. Steck mich in ein Shuttle. Ich will meinen Enkel nicht erzählen müssen, dass ich den ganzen Krieg lang eine Tür bewacht habe. Trainer, alles gut? Bereit, wenn Sie es sind, Commander. Bereit. Ich bin okay. Wirklich. Das überrascht mich selbst, aber ich bin okay. Vielen Dank für alles. Sie machen Ihre Uniform Ehre, Samantha. Ich hatte ein sehr gutes Vorbild. Ja, ja. Auf der Brücke alles gut hier? Cerberus dürfte jetzt größere Probleme haben, Rekruten zu finden. Hey, trinken im Cockpit? Erinnern Sie sich an den ersten Flug nach Eden Prime, wo uns der turianische Spectre beobachtet hat? Nein, Liz. Genau, da habe ich gesagt, diese Mission wird größer als erwartet. Ja, und du hattest recht. Eine Vorhersage, die sich als zutreffend erwiesen hat. Und jetzt fliegen wir zurück zur Erde. Wird diese Mission denn auch größer als erwartet? Hoffentlich nicht. Ein hübscher kleiner Routinejob wäre mir lieber. Es war mir eine Ehre, Commander. Mir auch, Joker. Ich weiß nicht, wie es enden wird, aber in jedem Fall... Was soll das heißen, in jedem Fall? Jeder weiß doch, was passieren wird. Sie treten den Reapern in den Arsch, so wie immer. Und ich fliege sie lässig mitten rein. Das ist ein Wort, Joker. Das ist ein Wort. Die Normandy ist bereit, Shepard. Alle Systeme einsatzbereit. Munition geladen. Nachladen vollständig vorbereitet. Triebwerktreibstoff voll. Cyberkrieganlagen haben sich so weiterentwickelt, dass Computervorhersagen nicht mehr getroffen werden können. Außerdem habe ich Joker geküsst, weil das Glück bringt. Gut, dann ist hier im Cockpit ja alles in Ordnung, ja? Schön, schön. Noch schnell mich beim Doc bedanken. Sie sind seit den Tagen unter Captain Anderson weit gekommen. Es war mir eine große Ehre, diese Reise mit Ihnen zu bestreiten. Ich bin stolz auf Sie. Danke, Doktor. Leben Sie wohl, Shepard. Und viel Glück. Leben Sie wohl. Das klingt nicht so vertrauensselig, oder? Wir schaffen das. Oh. Hoppala. Oh, wir haben nur, Hoppala. Also, ich wollte mich nur verabschieden und dann, also... Muss sich einer meiner Kiefer in Ihrem Helm verhakt haben? Das könnte zu einem Riss geführt haben und ich habe ihn gebeten, mal nachzusehen. Ja, das ist Sie wissen schon, wegen des Infektionsrisikos. Wir wollten ja nicht die Mission gefährden. Also... Genau. Ich finde das gut, Leute. Ich finde das gut. Ich freue mich für Sie. Für Sie beide. Danke, Shepard. Danke. Es hilft bestimmt, wenn man etwas hat, zu dem man zurückkehren möchte. Wieso zurückkehren? Das ist nur eine kurze Affäre, Vakarian. Ich will nur deinen Körper. Du bist so gemein. Und es macht mir überhaupt nichts aus. Kela Selai, Shepard. Kela Selai, Tali. Dann lasse ich euch mal wieder alleine. Okay. Okay.
Dr. Tassoni hat in den von Ihnen beschafften Daten nützliche Informationen entdeckt, Commander. Das ist schön. Wie geht es Ihnen, Liara? Gut. Ich mache mir mehr Sorgen um Sie als um mich. Lächerlich, nicht wahr? Sagen Sie mir einfach, wenn Sie bereit zum Aufbruch sind. Ja, wir sind dann soweit fast, glaube ich. Nein. Ashley? Cerberus ist endgültig Geschichte. Ich will nicht wieder davon anfangen, aber ich bin froh, dass Sie daran aktiv beteiligt waren. Es fühlte sich richtig an. Verstehen Sie? Ja, alles ist gut. Wir sehen uns unten. Männer, Frauen. Thane. Eilmeldung. Allianz Marines enthüllen die bislang schlimmsten Kriegsverbrechen von Cerberus. Die Zuflucht, beworben als sicheres Auffangbecken auf dem Planeten Horizon, in Wirklichkeit ein geheimes Cerberus-Labor. Gehirnwäsche, tödliche Experimente und Verbindung zu den Reapern. Die exklusiven Einzelheiten gleich bei Battlespace. Machen Sie es gut, Miss Ellis. Habe, trinkt der Unbekannte Bourbon. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Was soll das heißen? Sie mögen doch auch Whisky. Scotch, meine Lieben. Dieser Dreckskerl trinkt amerikanischen Bourbon. Das ist etwas völlig anderes. Richtig. Er ist ein größenwahnsinniger Psychopath. Und Sie haben Probleme mit seinen Getränkevorlieben? Sie haben offensichtlich noch nie das torfige Aroma eines guten Highland Scotch genossen. Commander, die Normandy ist so bereit, wie sie nur sein kann. Für mein Team gilt das auch. Wir sind auf alles vorbereitet, komme, was da wolle. Alles Commander, klar. Was immer heute auch geschieht. Es war mir eine Ehre und ein Privileg, mit Ihnen zu dienen. Das kann ich Ihnen zurückgeben, Adams. Sagen Sie es Ihnen, Sir. Okay. Viel Glück bei dem Angriff. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Ganz bestimmt nicht. Ich habe Sie mal schießen sehen. Na schön. Dann wünschte ich eben, ich könnte besser schießen. Und als nächstes wünschte ich, ich könnte mitkommen. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Sie auch, Donnelly. Viel Glück bei dem Angriff. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Ganz bestimmt nicht. Ich hab Sie mal schießen sehen. Macht's gut, ihr beiden. Schön. Dann wünschte ich Kommt mir bekannt vor. Ich habe dieses Schiff studiert. Seine Crew. Es gab schon einmal eine Normandy. Sie starben bei einem Angriff. Sowas in der Art. Aber sie wurden wiederbelebt, um die Reaper zu bekämpfen. Wir beide haben ein paar Gemeinsamkeiten. Aber sie haben mehr. Die Gründe für ihren Kampf leben noch. Und die Freundschaft der Leute um sie herum. Und mehr. Sie und die Asari sind verbunden? Könnte man sagen. Dabei sind es nur ihre Pheromone. Wollen Sie deshalb weiterleben? Für die Zuneigung dieser Leute? Ja, genau. Ohne diese Zuneigung gibt es in meinem Leben nur Tod. Und das ist zu wenig. Ja. Und was ist mit Ihnen? Ich respektiere die Gründe, warum Sie hier sind. Aber da ist doch noch etwas, Jarvik. Was ist da drin? Das ist eine Echoscherbe, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wird. Jeder fügt seine Erinnerungen hinzu. Wie ein Sender. Wie weit reicht sie zurück? Bis in eine Zeit vor den Reapern.
Sie ist alles, was von meinem Volk übrig ist. Und daran wollen Sie sich nicht erinnern? Wenn jeder, den Sie kannten, tot wäre und Sie sich nicht an Ihre Gesichter oder die Farbe des Himmels Ihrer Heimat erinnern könnten, die Erinnerungen wären weg, aber der Schmerz auch. Würden Sie diese Erinnerung wollen, Commander? Nur um Sie alle erneut sterben zu sehen? Nein. Alte Wunden aufzureißen, vor allem große, ist keine Hilfe. Vielleicht haben Sie recht. Da waren Soldaten, die unter mir gedient haben. Ja, ich hätte ja sagen sollen. So wie Ihre Crew. Was ist mit Ihnen geschehen? Sie sind gestorben, wo ich sie zurückließ. Bei uns heißt es, alte Geister soll man ruhen lassen. Dann gibt es in diesem Zyklus doch Weisheit. Wenn man danach leben kann. Wir sehen uns dann später, Jack. Ach, Quatsch, Idiot. Ist alles okay, Shepard? Es diesem Schwein Kai Lengheim zu zahlen, muss ein gutes Gefühl gewesen sein. Das war es, keine Frage. Ich wünschte nur, wir hätten den Unbekannten erwischt, bevor er uns wieder austricksen konnte. Geht mir genauso. Naja, zumindest können wir zurück zur Erde. Ich wollte das immer. Ich kann nur hoffen, diese Reaper werden bezahlen. Für alles, was sie getan haben. Das werden sie. Das werden sie. Sei dir sicher, James. Weißt du was? Wir haben so viel Geld, ne? Wo ist die Kanone? Welche Schrotflinte habe ich eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Thank you.
Wir geben jetzt nochmal richtig Geld aus. Batalia war ein Helden, ne? Achso. Ach so, das ist einfach nur ein komplettes, da kann ich nichts weiter machen. Das ist ja kacke. Ich brauche keinen Helm. Obwohl die natürlich sehr hilfreich sind, aber... Nee, ich will mich selber sehen. Wo kann ich denn hier Waffen modifizieren? So. Die Tempest. Skimitar und Predator 4. Tempest, Skimitar. Skimitar, Skimitar. Hat eine ziemlich schöne Feuergeschwindigkeit, ne? Macht aber wenig Schaden. Wow. Ja, okay, alles klar. Alles klar. Gut. So, ich habe mit allen gesprochen.
Was? Seitenweise bitten Leuten an, dass sie den Planeten ihrer Mutter retten oder die Bergbaukolonie, die... Lachen ist wichtig. Ja. Schön. Danke. Das ist total lieb von dir. So. Das war's soweit. Wir sind vorbereitet. Wir haben mit allen gesprochen. Wir haben alles erledigt. Wir haben uns auch mal ausgerüstet, weil was sollen wir mit dem ganzen Geld, ne? Jetzt geht's los in die letzte große Schlacht. Ich glaube, wir sind knapp über 20 Minuten. Ich denke, ich belasse es hier bei der Ruhe vor dem Sturm. Und in der nächsten Folge von Mass Effect 3 geht's dann richtig los. Also, bis dahin.